Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Origins, Folge Nummer 196 müsste das sein. So, wir gucken mal hier im Lagerhaus, was denn hier nun Sache ist. Ich gehe mal von Feinden aus, aber lasst mal sehen. Mal gucken. Was soll das? Uns wurde gesagt, die Obrigkeit würde sich nicht einmischen. Ich gehöre nicht zur Obrigkeit. Oh, ihr seid also nur eine umherziehende Gruppe von Weltverbesserern. Ja. Das werdet ihr bereuen. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben eine Genehmigung, hier unsere Geschäfte zu tätigen. Ah ja. Ihr Ferelden redet ständig davon, wie böse und falsch Sklaverei ist. Ist es Aber doch auch. Ist es nicht lustig, wie schnell der Geruch von Gold solche Ideale überdeckt? Ihr seid Sklavenhändler? Habt ihr eine Vorstellung davon, wie schwierig es ist, an frisches Blut zu kommen? Diese Sklaven werden im Reich hervorragende Preise erzielen. Und wir bezahlen gut dafür. Ihr könnt nicht einfach Leute aus ihrem Zuhause reißen und sie verkaufen. Das ist verabscheuungswürdig. Aber genug davon. Ich bin hier, um eurem Morden ein Ende zu bereiten. Das ist alles. Ja, machen wir mal. Dann tretet beiseite, wenn ihr nicht mein nächstes Opfer sein wollt. Ich bin keine Närrin. Ich kann sehen, wozu ihr fähig seid. Also gut. Soll Caladrius sich mit euch abgeben, während ich die Männer des Regenten hole? Ich schlage vor, ihr verschwindet hier, solange ihr noch könnt. Ist wohl besser Eine gewesen, Falle. wenn die sich Direkt jetzt vor uns. nicht einge... gemischt hätte. Oder hat. So, ich versuche die mal unbehelligt Aber auszulösen. gern. Okay, ohne Ja, halt natürlich. die im Nebenraum aufzuwecken. So. Gucken wir uns hier mal kurz um. War alles normal. Ein Fass mit einem Stein für Shale, der natürlich wieder total schlechter ist. Also, wenn es ein Kriterium in dem Spiel gibt, dann ist das ein Ausbalancieren der Waffen. Man kriegt am Anfang durch die DLC so starke Waffen. Die sehen aber leider auch so gut aus. Auch die Rüstung und so. Das ist ja das Problem. Also, wenn man sowas ausbalancieren würde, wäre das wahrscheinlich noch richtig cooler, das Spiel. Am Ende braucht man eigentlich gar nichts mehr aufsammeln, was von Eigenschaft wäre. Eigentlich braucht man nur was aufsammeln, damit man es verscherbelt. Also, Die Ausbalancierung deswegen ist ein bisschen mau, finde ich. Aber naja, gut. Ist halt ein Schwachpunkt des Spiels. Ich glaube, das ist sogar im zweiten Teil anders gemacht. Da kriegt man wirklich sein Endgear im Endgame. Was ich auch viel besser finde, ne? So, okay, da können wir auch rein. Cool. Gucken. Eine Truhe. Kaiserliche Schneide. Naja. Streitkolben. Ja, und da sind Wachen. Dann würde ich sagen, hol du mal einen Wolf. Ja, so. Dann alle in Bereitschaft. Und aufbrechen! Okay, erstmal um die Bogenschützen, würde ich Natürlich. sagen. Sehr schön. Okay, so, der ist besiegt, dann den hier. Wird erledigt. Möge das Jen, ihr da hinten haltet durch, ne? Super. Klappt ja bisher wunderbar. Außer, dass der Hund nicht reinkommt da, aber naja. Wie Kann man nicht ändern, das ist ein kleiner Raum. Sehr schön. So, Wird erledigt. sammeln wir mal die hier auf. Tevinter-Soldaten. Alle Silberstücke dabei. Ihr wisst ja, wir haben eh schon genug Kohle. Was haben wir denn mittlerweile? Ach, das ist einfach so viel, was wir haben. Wir werden später viel zu viel Kohle haben. Naja, egal. Ist Also hat hier jemand eine eine Runde Falle Tod direkt bestellt? vor. Okay, ich habe schon die Idee, aber dafür bräuchte ich Es. Liliana. Ja, natürlich. So, löst mal die Falle aus, Liliana. Ohne dass wir da reinfallen. So. Ihr. Da. Sehr schön. Das ist keine Falle hier, ne? Okay.
So, alle Wachen angreifen. Ah, es klappt wunderbar. Keine Sorge, standhalten Männer. Und Frauen, natürlich. Naja, zum größten Teil Frauen. Einzig ist ja Alistair hier. Der einzige Wolf im Hühnerstall. Oh Mann. Okay, so, dann klopf, klopf. Dort sind Gegner. Oh, erstmal schön reinströmen hier. Ah, ich weiß, was das für... Ja, ja, mir fällt's wieder ein, was das hier für ein Lagerhaus war. Das wird gleich noch sehr lustig werden. Das könnt ihr aber mal von ausgehen. Erstmal holen wir uns den Tevinter-Soldaten da hinten. Den da. So, der ist besiegt. Dann erstmal die Damen hier. Hier soll es sein. Wird erledigt. Beschützen. Ich wollte gerade sagen, befreien, aber die sind ja nicht gefangen. Ich bin dein Schicksal. Ich bin dein Verderben, heißt das, und nicht dein Schicksal. Oh doch, Schicksal kommt auch hin. Jetzt greifen wir den da an. Von der Ferne wird er nicht anvisiert, oder wie? Ah, doch. Aber nur auf einem bestimmten Gebiet. Da. Ich werde es tun. Ah, macht ihr das mal. Ich loot in der Zeit mal. Schwaches Elixier der Erdung. Erleuchtung, wollte ich gerade sagen. Das wäre ein bisschen falsch gewesen. Silber. Ah, der ist tot. Hat er verdient. Würde ich sagen. Schwaches Lyrium-Trank. Was hat er hier? Ah, Liliana, du bist wieder dran. Ja? Ja, öffne mal bitte. Entriegelt. Kleiner metallener Rundschild. Was wollen wir mehr? Vielleicht den hier noch? Zack. Säurebeschichtung. Da können wir wieder in der nächsten oder übernächsten Folge, je nachdem, wenn wir dazu kommen, wieder was verkaufen. Jetzt wird es schwer. Ich speichere dafür mal. Ich denke mal zumindest, dass das schwer wird, dass das nicht so einfach ist. Na dann, bin ich ja mal gespannt. Wie ihr meint. Ich bin Caladrius. Und ihr müsst der graue Wächter sein, von dem man so viel hört. Ihr habt von mir gehört? Natürlich. Man kann Regent Loghain derzeit kaum ein anderes Wort als Wächter entlocken. Dagegen kommt nicht einmal Gold an. Woher kennt ihr Loghain? Ja, ich dachte mir schon, dass euch das interessiert. Man munkelt, ihr wollt die Unterstützung für Loghain aushebeln. Sicher eine schwierige Aufgabe, was? Wie einen Berg abzutragen. Da braucht ihr doch bestimmt Hilfe. Habt ihr nicht ein Abkommen mit Loghain getroffen? Wollt ihr ihn etwa verraten oder wie sieht das hier aus? Es ist eher eine Vereinbarung, um ehrlich zu sein. Eine Vereinbarung, die in dem Moment ungültig wird, in dem bewaffnete Eindringlinge meinen Besitz stürmen. Ach so. Um ehrlich zu sein, war immer absehbar, dass unsere Geschäfte hier irgendwann enden würden. Wir haben für viele von Loghains Truppen bezahlt. Doch sobald das Landting beendet ist, werden wir unbequem. Mhm. Hier ist mein Angebot. Für 100 Sovereigns erhaltet ihr von mir einen Brief mit dem Siegel des Taryn von Gwaren, der beweist, dass er in all das hier verwickelt ist. Dann verschwinden wir einige Tage früher als geplant mit unseren Gewinnen und den restlichen Sklaven, und zwar unverletzt. Das ist gar kein schlechtes Angebot. Für den Anfang. Ich fühle mich dreckig. Wir ziehen das doch nicht wirklich in Erwägung, oder? Also, sind wir uns einig? Selbst ihr müsst zugeben, dass es so viel besser ist, als wenn wir auf barbarische Methoden zurückgreifen müssten, nicht wahr? Ich hätte ein Gegenangebot. Das hören wir uns mal an. Interessant. Ich akzeptiere, wenn ihr mir den Brief umsonst gebt. Ich glaube, das lassen wir. Lasst eure Gewinne und den Brief hier, nehmt eure Sklaven und verschwindet. Lasst die Elfen und den Brief hier, nehmt euer Geld und verschwindet. Drei klingt doch gut, ne? Dann sind die Elfen hier. Das bedeutet, wir haben im Interesse der Elfen gehandelt. Drei, ja. Oh nein, daraus wird nichts. Der Wert dieser Elfen,
Nun, ich fürchte, ohne Sie ist diese gesamte Aktion nicht profitabel. Ach so. Hättet ihr vielleicht noch einen anderen Vorschlag? Ja, ich glaube eins. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich euch mit noch weiteren Elfen gehen lasse, weil die bleiben schön hier, wo sie sind. Nein, vermutlich nicht. Ich war schon immer optimistischer, als gut für mich ist. Leider. Dann müssen wir es wohl auf die harte Weise regeln. Okay. Männer, wollen wir? Tja. Hätte mal da die Elfen... Oh, ich sagte doch, das wird gefährlich. Hätte mal die Elfen hier gelassen und, naja. Den Brief auch. Da wäre er wenigstens lebend davongekommen. So, nun müssen wir ihn töten. Obwohl das nicht allzu einfach wird. Der beherrscht, glaube ich, Blutmagie. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall alle... Wie ihr wollt. Auf den Magier zuerst. Ach, da sind auch noch welche. Habe ich gar nicht gesehen gehabt. Ah, der zaubert was. Okay, Hundi. Ach, das ist gar nicht Hundi. Da ist mein Hundi. Mach mal Schreckensgeheul. Ich bin bereit. Und ich renne lang. Ach, das ist einer, wo ich nicht heilen kann, mich, oder? Ich muss aufpassen. Okay. Ich würde mal sagen, greif mal den an mit einer ansteckenden, wandelnden Bombe. Und jetzt besiegen wir ihn. Alle auf den, der wird dann explodieren. Ah, der kann jetzt hier wieder nicht angezeigt werden, oder? Doch, da. Alle auf den. So, jetzt explodieren nämlich auch die anderen. Die wurden angesteckt und ich kann mir erstmal einen Trank reinpfeifen. Ich denke mal, das ist gar nicht so schlecht. Ach, ich habe noch den Kreis. Dann kann ich nichts trinken, wie ich schon gesagt habe. Ist ein bisschen blöd. Naja, gut. Was soll man machen? Hundi ist gleich down. Mach mal Schreckensgold. Blut, ihr meint. Wir brauchen Macht. Oh, sind die wenigstens kurz betäubt. Ja, ich sehe ihn schon. Oh, ich würde wieder sagen, alle auf den da. Liliana, pfeif dir mal einen Trank rein. Ich will dir nichts mehr sagen. Du hast das Schicksal herausgefordert. Oh, der ist down. Für ein guter Tag. Das genügt! Das genügt! Es scheint, als würdet ihr eurem Ruf gerecht. Ich ergebe mich. Ah, jetzt plötzlich... Ja, ich schlage vor, ihr macht mir ein neues Angebot und zwar schnell. Wenn das die fruchtet, vielleicht kann man das ja nochmal mit der Gnade der Elfen sagen. Wenn ich die Lebenskraft dieser verbliebenen Sklaven nutzen könnte, könnte ich eure körperliche Robustheit enorm steigern. Nein, danke. Wenn ihr mir gestattet, diesen Ort lebend zu verlassen, würde ich euch diesen kleinen Dienst nur allzu gerne erweisen. Ein interessantes Angebot, wenn auch ein wenig unschön. Also, seid ihr an meinem Angebot interessiert? Ja? Nein, bin ich nicht. Dann zieht ihr es vermutlich nicht in Erwägung, mich dennoch gehen zu lassen. Ich würde sagen eins. Das ist äußerst großzügig von euch, angesichts meiner Lage. Hab Dank. Er hat nämlich, glaube ich, keine Blutmagie gemacht, so viel wie ich gesehen habe, und ich würde gerne nur Blutmagier bestrafen. Ihr seht nicht aus wie jemand aus Tevinter. Nicht, dass es wichtig wäre. Gehört ihr zu denen? Was geschieht jetzt mit uns? Seid ihr Valendrian? Shiana hat nach euch gesucht. Shiani? Hat sie euch geschickt? Lobet den Erbauer. Wir werden eure Hilfsbereitschaft nicht länger beanspruchen. Kommt alle zusammen, wir gehen nach Hause. Das war mir Vergnügen. Ein Danke hätte gereicht. Echt schlimm, ey. So, die haben uns alles gegeben, alles hier gelassen. Jetzt können wir hier nochmal plündern in der Zeit. Naja, der Kampf war recht okay. Also er war jetzt nicht zu schwer. Private Dokumente. Oh, von da kommen wir.
Der Wintersoldat. Hier haben wir einen Schrank mit einem metallernen Großschild. Hat keine Werte. Für uns egal. Da ist eine Holzkiste noch. Feuerkristall. Und hier brauchen wir Liliana für. Soldatenhelm. Eine Meisterverlangsamungsrune. 12 Savarin. Alter. Wir haben doch schon so viel. Ach, da haben wir bestimmte Schlüssel für bekommen, ne? Ja, und da geht's wieder Ausgang. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Wir haben ja einiges geschafft. Den Magier haben wir leben lassen. Denn, wie gesagt, ich will echt nur Blutmagier zur Strecke bringen. Der hat für mich jetzt keine Blutmagie gemacht. Sei denn, mir ist eben was entgangen beim Kampf. Aber das glaube ich mal nicht. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Macht es gut. Tschüss.